die Welt der Kelten. Eine für uns heute noch raue und geheimnisvolle Welt. Einst besiedelten ihre Stämme auch den Glauberg in der südlichen Wetterau. Dort fanden Archäologen vor 10 Jahren ein Grab mit reichen Beigaben. Spektakuläre Funde kamen zutage, darunter eine mannshohe Figur aus Sandstein. Bekränzt mit einer Blattkrone, bewaffnet mit einem Schwert und geschützt durch Schild und Panzer. Ein mächtiger Fürst hatte diesen Landstrich beherrscht. Das war offensichtlich. Wertvolle Geschmeide dienten als Schmuck und waren zugleich Insignien seiner Macht. Aber die Funde werfen immer neue Fragen auf. Nicht mehr nach dem Fürsten, sondern nach seinem Volk. Wie lebte man damals rund um den Glauberger Fürstensitz? Eine schwierige Frage, denn die Kelten hinterließen so gut wie keine Schriften. Geschrieben haben andere über sie, Griechen und Römer. Für sie waren die Kelten meist nur grausame Barbaren, wie für den griechischen Historiker Strabon. Bei der Rückkehr aus der Schlacht hängen sie die Köpfe ihrer erschlagenen Feinde ihren Pferden um den Hals. Sind sie zu Hause, nageln sie die Köpfe an den Portalen an. Aber stimmt das auch? Was, wenn wir den Texten nicht trauen können? Andere Orte in Hessen geben Hinweise, dass die Wirklichkeit anders aussah. Der Dünsberg, wenige Kilometer nordwestlich von Gießen gelegen, dominiert die weiten, fruchtbaren Ebenen. Wer hier herrschte, herrschte über das ganze Land. So wie die Kelten vor über 2.500 Jahren. Zahlreiche Waffenfunde und das rekonstruierte Tor am Dünsberg belegen, die Kelten in dieser Region waren ein wehrhaftes Volk. Aber waren sie deshalb primitive Barbaren ohne jede Kultur? Ist die Anlage nicht vielmehr ein Beleg für fundierte Kenntnisse in Statik? Ein Zeugnis für große Erfahrungen in Architektur und Handwerk? Solche Tore durchbrachen immer wieder gewaltige Wallgrabenanlagen, die kilometerlang die Fürstensitze wie am Dünsberg oder auf dem Plateau am Glauberg gegen Angriffe vor Feinden sicherten. Längst misstrauen die Archäologen den Schilderungen der Römer und Griechen. Ihre Forschungen lassen inzwischen ganz andere Hypothesen zu, als es die antiken Propagandatexte nahelegen. So könnte ein völlig neues Bild von der Kultur der Kelten entstehen. Demnach waren die Kelten nicht nur Krieger und Kopfjäger, die Menschen opferten. Aus anderen europäischen Regionen weiß man, die Kelten verfügten über große Fähigkeiten in der Landwirtschaft. Vielleicht hatten sie auch in Hessen bereits eine arbeitsteilige Gesellschaft mit Handwerkern, Händlern und Bauern entwickelt. Untersuchungen am Glauberg in der Wetterau scheinen das zu bestätigen. Sie zeichnen ein ganz neues Bild von den vermeintlichen Barbaren und von dem Einzug der Zivilisation in unsere Breiten. Unsere neuesten Untersuchungen belegen, dass die Römer eine Landschaft vorgefunden haben, als sie herkamen, die völlig kultiviert war. Es wurde ganz markant Ackerbau betrieben, man hatte die Wälder gerodet. Es waren riesige Freiflächen dort, in denen intensiv Ackerbau betrieben wurde. Und nicht erst die Römer, so wie man das gängig kennt, haben hier die große Kultur geschaffen, sondern das waren eigentlich schon die Kelten. Sind das nur Behauptungen oder gibt es für solche Thesen auch Beweise? Am Institut für Vor- und Frühgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main geht es zu wie in einem Kriminallabor. Hier erforscht in detektivischer Kleinstarbeit Dr. Astrid Stobbe über 2000 Jahre alte Pollen. Er soll Auskunft darüber geben, wie die Landschaft am Glauberg damals aussah. Aber wie hat sich dieser zarte Blütenstaub so lange erhalten können? Pollen verfügen über eine extrem resistente Außenwand. Sie trotzen sogar starken Säuren und Laugen, sodass sie halt einfach Erhaltungschancen haben. Sie müssen natürlich in bestimmtes Milieu eingebettet werden, und zwar unter Luftabschluss, sonst werden sie auch in kürzester Zeit von Mikroorganismen zerfressen. Aber wenn sie unter Luftabschluss gelangen, können sie sich aufgrund der resistenten Außenwand Jahrtausende erhalten.
Die verkohlten oder im feuchten Boden konservierten Winzlinge werden unter dem Mikroskop zu Giganten und lassen sich bestimmen. Nach dem Auszählen und mit Hilfe der Computertechnik ist es möglich, die Veränderungen in der Natur durch den Menschen auch noch nach Jahrtausenden zu rekonstruieren. Das Verhältnis von Baumpollen zu Nichtbaumpollen gibt uns eine Vorstellung davon, wie eine Landschaft ausgesehen hat. Finden wir viele Baumpollen, wissen wir, dass der Wald vorherrschte. Steigen die Nichtbaumpollen an, sehen wir, dass nun Freiflächen zugenommen haben. Innerhalb der Nichtbaumpollen gibt es wieder unterschiedliche Gruppen, die darauf verweisen, welche Art von Wirtschaft nun vorherrschte. Wir haben Getreide- und Ackerunkräuter, die zeigen, dass Ackerbau im Vordergrund stand. Andererseits gibt es viele Arten, die Hinweise auf Grünlandwirtschaft geben, und steigen deren Prozentsätze, sehen wir daraus, dass nun diese Art von Wirtschaft vorherrschte. Die Wirtschaft der Kelten war weiterentwickelt als die der zeitgleichen Germanen oder Etrusker. Das ergibt sich aus Funden in Feuerstellen, alten Getreidesilos oder Kloaken. Hier finden sich Reste ihrer Nahrung, wertvolle Spuren, die die Thesen der Wissenschaftler von der keltischen Hochkultur erhärten. Die Hirse war die Kartoffel der Kelten. Doch was ihnen damals schmeckte, könnte für uns heute gewöhnungsbedürftig sein. Moderne Kulturpflanzen haben sich von ihren Urformen im Laufe der Jahrhunderte entfernt. Und auch der Geschmack hat sich gewiss verändert. Über Rezepte und Zubereitung lässt sich jedoch nur spekulieren. Die Archäologie will es aber genauer wissen. Jedes Korn und jeder Kern wird wissenschaftlich bestimmt und so zu einem Teil einer Enzyklopädie der frühzeitlichen Agrarwirtschaft. Am Landesinstitut für Archäologie in Wiesbaden ist deshalb jedes Dia ein wichtiges Detail, das den Blick in die bäuerliche Welt einer fernen, archaischen Zeit ermöglicht. Bauer sein war damals wie heute, hieß damals wie heute, dass man ein Fachmann ist oder eine Fachfrau. Die Menschen waren ja zum Beispiel sehr abhängig vom Wetter, vom aktuellen Wetter, und mussten sich darauf einstellen. Und man kann durchaus auch annehmen, dass diese Komplexität, diese Vielfalt der Kulturpflanzenarten etwas damit zu tun hat, besonders gut das Risiko zu minimieren, was zum Beispiel das Wetter mit sich bringt. Und die ganzen Kulturpflanzen haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Die eine Art braucht mehr Dünger, die andere Art braucht mehr Pflege, die nächste steht auf trockenen Standorten, eine andere auf schlechteren Böden und so weiter. Also da gibt es große Unterschiede. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man vielleicht erschließen kann aus dieser Vielfalt, dass die Kelten dem besonders gut zu begegnen wussten. Aber noch etwas entdeckten die Wissenschaftler. Die Kelten trieben Handel mit Griechen, Etruskern und Römern, importierten Pflanzen aus dem Mittelmeerraum, darunter Feigen, Koriander und Pflaumen, und tauschten Wein und Wolle. Doch profitierten nicht alle gleichermaßen am exotischen Reichtum. Eliten haben in allen oder in fast allen Kulturen immer versucht, sich auch in ihrer Ernährung abzuheben. Und das war sicherlich bei den Gastmahlen, bei den Kelten mit ihren Gefolgschaften und in den gehobenen Schichten auch der Fall. Da haben wir verschiedene Hinweise, zum Beispiel auch von den antiken Autoren, von Poseidonius oder von Caesar. Und ja, insofern spielen diese Importpflanzen eine besondere Rolle. Wenn wir sie irgendwo finden, geben sie uns eben auch umgekehrt einen Hinweis auf die Besonderheit des Ortes. Wir haben zum Beispiel bei Bad Nauheim in der Wetterau Feige gefunden in einer Fundstelle, wo wir von archäologischer Seite erstmal gar nicht sehen konnten, dass es etwas Besonderes ist. Aber über diesen Feigenfund zeigt sich, dass dort irgendjemand gesessen haben muss, der sozusagen das nötige Kleingeld in Anführungszeichen hatte, um sich sowas auch zu leisten. Die Kelten waren gefragte Handelspartner. Nicht zuletzt wegen ihres Goldreichtums. Sie hatten mehr zu bieten als Bärenfelle und blonde Sklavinnen, wie ein landläufiger Mythos beharrlich behauptet. Wichtiger noch als das Gold waren ihre Fähigkeiten in der Metallbearbeitung, die weit über den eigenen Kulturkreis hinaus geschätzt wurden. Die Kelten waren berühmt, zum Beispiel für ihre Eisenproduktion. Ihre Erzeugnisse waren
auch im Mittelmeerraum bei den dortigen Hochkulturen hochgeschätzt. Im Bereich des Kunsthandwerkes schufen sie ganz einmalige Dinge, die von großer Erfahrung und Können sprechen. Einflüsse aus anderen Kulturen bis nach Persien hin wurden aufgenommen, aber in keltischer Art ganz eigenständig umgestaltet und vermutlich durch hochspezialisierte Wanderhandwerker dann geschaffen. Die große Stärke der keltischen Wirtschaft lag in ihrer Metallindustrie. Die Kelten waren Meister im Bronzeguss und im Eisenhandwerk. Das ist schon länger bekannt. Doch kaum jemand hätte vermutet, solch filigrane Geschmeide so weit nördlich der Alpen zu finden wie hier am Glauberg. Das war auch für erfahrene Archäologen eine große Überraschung. Umso mehr, da das Wissen über frühere Handwerkstechniken inzwischen verloren ist. Ihre Güter waren hochgeschätzt, in anderen Kulturen auch. Und wir wissen zum Beispiel, dass Kessel, Bronzekessel, die sie hatten, heute nicht mehr nachgearbeitet werden können in dieser Qualität, obwohl weltweit ein Handwerker gesucht wurde. Und dasselbe gilt für Stoffe aus dieser frühkeltischen Zeit, die auch in dieser Qualität und dieser Art heute nicht mehr hergestellt werden können. Zeit zur Muße dürfte das einfache Volk kaum gehabt haben. Das, was wir heute Freizeit nennen, blieb sehr wahrscheinlich nur den oberen Schichten vorbehalten. Die Kelten waren aber auch ein neugieriges, wissensdurstiges Volk, das offen Anregungen aus anderen Kulturen aufnahm, sie zu einem eigenen Stil weiterentwickelte und bis an die Grenzen seines Kulturkreises verbreitete. Die Archäologen haben den Glauberg deshalb fest im Visier. Ihre Hoffnung sind Funde, die Rückschlüsse auf das Alltagsleben am Glauberg zulassen. Gerade erst nach diesen Filmaufnahmen wurden hunderte Splitter aus Bernstein ausgegraben. Sie belegen, dass auch am Glauberg dieser wertvolle Rohstoff gehandelt und von Handwerkern verarbeitet wurde. Außerdem fand man das gut erhaltene Skelett einer Frau, verscharrt in einem aufgegebenen Getreidesilo. Sind das Hinweise auf eine größere keltische Siedlung am Glauberg? Noch ist vieles Spekulation, aber die ersten Funde sind ermutigend. Zumindest gestatten sie, Thesen zu entwickeln, die als Basis für weitere Grabungen dienen können, so der leitende Archäologe am Glauberg, der Engländer Christopher Pear. Am Glauberg gibt es mächtige Wallgrabenanlagen, die um den Glauberg ziehen. Es gibt ebenfalls ein mächtiger Wasserspeicher mit dem Fassungsvermögen eines Schwimmbades. Und unsere Frage ist, wozu dient das alles? Wie viele Leute haben hier gelebt? Und was haben sie gemacht? Waren sie zum Beispiel alle Handwerker? Waren sie Bauern? Waren sie Krieger? Das sind die Fragen, die wir haben, und wir hoffen, auch einige davon zu beantworten. Vielleicht gelang den Römern die erfolgreiche Besiedlung der Wetterau ja nur, weil sie hier bereits eine hochentwickelte Kultur vorfanden, die der Kelten. In ihrem Forschungsprojekt suchen die Archäologen Belege für diese These. Man darf gespannt sein, was sie zutage fördern.